Martina und ich lebe in Japan und dies ist mein erstes Video auf meinem deutschen Kanal auf YouTube. Ich habe auch einen englischen Kanal, den könnt ihr euch gerne hier oben anschauen. Auf diesem Kanal geht es rund um das Leben in Japan. Ich bin mit einem Japaner verheiratet und heute zeige ich euch mein Haus in Japan. Wir wohnen etwas außerhalb von Tokio und haben drei Schlafzimmer. Ein Wohnzimmer mit anschließendem Tatami-Raum, Küche, Badezimmer und zwei Toiletten. Und natürlich der Eingang, das auch nochmal vorne, das zeige ich euch gleich, eine Terrasse und einen handtuchgroßen Garten. Wir haben großen Labrador und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir ein bisschen außerhalb von Tokio wohnen, weil die Japaner sind verrückt nach Hunden, aber die großen Hunde, das passt dann in Tokio überhaupt nicht. Es gibt es aber eher selten. Das Haus ist jetzt 3 Jahre alt. Das ist aus Holz gebaut, also nicht aus Stein, weil wir ja hier in Japan viele Erdbeben haben. Das Haus schwingt so ein bisschen mit, wenn ein Erdbeben ist. Natürlich hört man es knacksen und so, aber naja, Gott. Ich lebe jetzt seit Anfang 2017 in Japan. Davor haben wir in Neuseeland gelebt. Davor in Japan für 3 Jahre. Und davor 3 Jahre in Dubai. Und davor habe ich 10 Jahre in Singapur gelebt. In Deutschland habe ich Bürokauffrau gelernt. Habe mein Fachabitur in Wirtschaft gemacht und bin dann nach Singapur. Und in Singapur habe ich noch mein Diplom in Mass Communication gemacht, was mir in Marketing dann sehr geholfen hat, einen Job in Singapur zu finden. Ich war alleinerziehend in Singapur und habe 2 Söhne. Und in 2006 habe ich meinen zukünftigen japanischen Partner kennengelernt und bin mit ihm nach Japan gegangen. Naja, und dann schlugen sich die Ereignisse auch ein bisschen, dann ging es gleich nach Dubai und dann ging es wieder zurück nach Japan und es fiel Tohuwabohu. Nun gut, wir sind jetzt hier in Japan gelandet und ich hoffe, wir bleiben auch ein bisschen hier so. Im Moment bin ich lieber an einem Ort, als dass ich wieder umziehe und mich auf was Neues einstelle. Ja. Okay, dann schauen wir uns mal mein Haus zuerst. So, das ist nun die Küche. Ist ähnlich wie die deutsche Küche. Der große Unterschied ist hier. Hier ist ein Vorratsraum und da haben wir Reis drin und andere Kleinigkeiten. Das nächste, das was anders ist, wir haben einen klitzekleinen Fischofen. Also ganz anders wie in Deutschland, wo ihr jetzt einen riesen Ofen habt. Den gibt's hier nicht. Am Anfang fand ich das jetzt gar nicht so toll, weil ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Aber inzwischen bin ich total begeistert, weil einfach Fisch rein, der wird gegrillt und der schmeckt super. Der ist auch extra hier auf diesem Herd, der Fischofen. Und hier drückt ihr drauf und dann könnt ihr hier das an. Und dann geht ihr entweder Fisch, ne? Dann könnt ihr verschiedene Fischsorten. Ansonsten die Fenster hier. Die Fenster gehen hier so auf. Und zwar, das zeige ich euch gerade mal. Das zieht ihr hier raus und dann drückt ihr es zur Seite. Und dann könnt ihr hier das schön öffnen und rausschauen. Das geht also nur bis zu einer gewissen. Ne? Wir haben hier ein bisschen Wald dahinter, das ist also ganz schön. Ich selbst habe hier dann nochmal hier unten einen Rumba. Der kommt da unten raus. Und hier habe ich eine Mikrowelle Ofen, die ist so halb so groß wie vielleicht ein deutscher Ofen. Und ich benutze nur einen Ofen, ich bin kein Mikrowellen-Fan. Ja, das ist der große Unterschied. Und dann, was haben wir hier? Weil wir im Ausland gelebt haben, habe ich halt auch Küchenmaschinen aus dem Ausland. Und bevor ich die jetzt immer wieder verkaufe, weil irgendwann habe ich echt aufgegeben, wir wussten nie, ob wir nicht nochmal versetzt werden. Aber wir können hier zu 100 Volt anschließen. Die beiden Küchenmaschinen sind aus Neuseeland. Den Transformer, warte mal. Hier ist alles ein bisschen, wir haben ein bisschen wenig Platz, aber den könnt ihr hier unten sehen. Ne? Da ist der drin und da ist dann, hinten kommen die Kabel raus, da. Da, könnt ihr das sehen? Ja, das ist ein japanischer Kühlschrank. Ist alles das Gleiche. Natürlich alles beschrieben in Japanisch.
So, hier haben wir das Waschbecken. Was ich hier anders empfinde, ich meine erstmal, das natürlich gibt es jetzt auch diese Größe auch in Deutschland. Aber zu meiner Zeit in Deutschland, da hatten wir eigentlich nur die Hälfte. Und was man hier ganz gut sehen kann, ist, hier, das könnt ihr rausziehen. Und da ist hier unten ein Sieb drin, also so ein großes, viereckiges. Dann, ich finde das hier auch ganz interessant, das kenne ich aber auch von Deutschland. Und hier ist auch nochmal ein Filter eingebaut, den man regelmäßig wechseln muss. Wir haben hier auch IKEA in Japan und die schwarze Küche habe ich mir von IKEA geholt vor 2 Jahren. Hier auf der Seite, das ist typisch japanisch. Ach ja, was auch ganz interessant ist, der klitzekleine Geschirrspüler. Da passen mal, sagen wir mal, 4 Tassen oder 2 Gläser und dann nochmal 7 Teller oder so rein und Besteck. Ist auch ganz niedlich, aber es reicht für uns. Ansonsten ist alles so aufgebaut wie in Deutschland. Da unten drunter habe ich meine Töpfe und Pfannen, da habe ich Gewürze oder Mehl, Nudeln. Und was auch in Japan anders ist, ich habe einen Reiskocher hier und hier haben wir natürlich auch noch mal extra Reis. Ich zeige euch jetzt mal die Küche von etwas weiter weg. So, und dann hier rechts seht ihr die Tür, die ist auch ganz interessant, wie man die öffnet. Das führe ich euch mal vor. Das Fenster, das macht ihr jetzt, schiebt ihr die rein, zieht das ran und so geht das. So, und jetzt gehe ich wieder ein Stück zurück. Ihr seht die Küche und rechts von der Küche ist unser Schlafzimmer. Ein ganz schmaler Korridor und hier auf der linken Seite, das ist die Toilette. Ein Stückchen weiter, hier, das ist unser Schlafzimmer. Und hier haben wir unsere Schränke. Die Seite gehört mir und die Seite meinem Mann. Er arbeitet als Ingenieur und hat auch viele Geschäftssitzungen, hat also viel mehr Anzüge und auch für die Baustelle hat er seine Anzüge. Also er braucht wesentlich mehr wie ich. Und ich bin gern organisiert. Ich habe Sommer und Winter dort getrennt drin. Im Moment ist Winter. Und hier unten unter dem Bett habe ich dann nochmal Sommerklamotten untergebracht. Wenn ich mich jetzt hier umdrehe, das ist unsere Terrasse draußen. Wie ihr seht, da rechts ist das Wohnzimmer und gegenüber ist ein anderes Schlafzimmer. Und im Schlafzimmer haben wir auch die Klimaanlage und Heizung dort. Ich zeige euch jetzt mal die Toilette. Das ist so dieses, hier könnt ihr spülen. Das zeigt groß und das zeigt klein an. Hier kommt das Wasser raus, da könnt ihr euch gleich die Hände waschen. Wir haben hier oben Seife, Handtuch und da könnt ihr euch waschen, nachdem ihr hier auf der Toilette wart. Und natürlich, das kennen auch viele hier, das ist PD. Und hier, das ist geheizt, der Toilettendeckel. Ansonsten ist alles ähnlich wie in Deutschland. Da oben ist eine Belüftungsanlage und hier habe ich Sachen zum Saubermachen in dem Schrank. Aber ihr könnt natürlich auch andere Sachen reintun. Und eine kleine Waage. Ja, und das war's dann schon. So, und jetzt sehen wir hier vom Schlafzimmerausgang unser Wohnzimmer. So, wir haben hier für den Hund ein Kissen. Der kommt aber nur rein, wenn es zu kalt ist oder wenn es zu windig ist. Er mag den Wind nicht so sehr. So, hier drüben ist unser Tatami-Raum und das ist unser japanischer Wintertisch. Der ist beheizt. Da hier hinten seht ihr die Kabel. Das kann ich euch irgendwann mal erklären. Und hier haben wir auch nochmal Schränke. Hier habe ich Futons drin.
ist jetzt nicht so toll aufgeräumt, aber einigermaßen, und andere Sachen und Weihnachtsdekoration. Und der sieht ganz schlimm aus. Also hier haben wir ja noch nicht richtig organisiert. Und wie ihr seht, wir haben hier Sessel, aber ohne Füße. Ja. Hier im Wohnzimmer ist die Klimaanlage hier, ne? Neben den Fenstern. So, und von hier vom Wohnzimmer aus geht es zur Genkan. Das ist der Eingang hier bei uns im Haus. Und die Schuhe werden hier ausgezogen. Und dann in die Richtung, wie man hier wieder reinsteigt, das zeige ich euch mal, praktisch jetzt gleich hier so, zack, dass ihr die Schuhe anziehen könnt. So werden die hingestellt. Und genauso ist das hier mit den Hausschuhen. Das sind die Hausschuhe von meinem Mann. Hier rechts Schuhe. Garderobe, da sind Hüte und andere Sachen drin. Und hier oben habe ich nochmal Schuhe, eine Box hingestellt. Ich habe vielleicht nicht so viele Klamotten, aber für Schuhe habe ich ein Faible. Und das ist natürlich dann schlecht. Wir müssen hier nochmal ein bisschen anbauen. So, hier oben, was ihr hier seht, das ist ein Hamaya. Und das soll das Haus beschützen. Das holt man sich mal Anfang des Jahres am Schrein ab. Und hier unten auch, da, das ist auch nochmal extra für Glück. Naja, unsere Schlüssel. Ah, machen wir hier weiter. So, wir gehen jetzt links. Das ist ein Schlafzimmer. Der gehört eigentlich meinem kleinen Sohn. Der ist jetzt in Europa und wir haben uns hier ein Fahrrad gekauft über Weihnachten. Und hier arbeite ich immer so ein bisschen. Im Moment sieht es ein bisschen chaotisch aus. Ich muss das noch organisieren. Was vielleicht auch wichtig ist, jeder Raum hat eine Klimaanlage und eine Heizung. Das ist also Klimaanlage und Heizung zusammen. Das nennt sich, in Neuseeland haben die das immer Heatpump genannt. Ja, und wenn du hier seht ihr auch wieder die Terrasse draußen. Ne? Und hier ist der Schrank. So, dann gehen wir mal weiter. So, das ist jetzt der Raum von meinem anderen Sohn. Der Ältere. Auch er hat eine Heatpump oder Air Conditioning hier. Das ist beides in ein. Er ist ein Fan für Flugzeuge. Und hier ist sein Schrank. Ne? Wir haben hier nochmal eine kleine Garderobe für ihn. Wir müssen das alles ein bisschen kleiner haben. Das Bett ist 1,40 Meter, genauso wie, also breit, genauso wie unser Bett drüben. Also es reicht nicht für Queen Size. Ne? So, dann gehen wir mal hier rüber. Das ist die zweite Toilette. Alles das gleiche wie die andere. Das Einzige, was ich hier vielleicht noch dazu tun kann, ist, hier neben habt ihr die Bedienung für die Toilette. Und wir haben hier Solarpanel. Ne? Ist jetzt im Moment Winter. Wir produzieren 0,6. Und nutzen auch 0,6. Also wir verkaufen gar nichts. Oder hier, was ist? Das hat sich jetzt gerade gewechselt. Ja, na, 0,1 verkaufen wir jetzt gerade mal. Aber draußen ist es grauer Himmel. Also da wird nicht so viel passieren. Hier auch Lüftungsanlage. Und was wir hier haben, das gehört zur Solaranlage auf dem Dach. Das ist das Badezimmer. Auch hier wenig Raum. Ich habe hier oben dann schon mal die Handtücher hingetan und andere Sachen, die ich benötige. Und dann hier unten ist die dreckige Wäsche. Ne? Und hier Waschmittel, weil wir haben die Waschmaschine hier gleich hier. Und andere Sachen, die ich benötige. Also es ist Waschmaschine und Trockner. Hier neben der Waschmaschine ist so ein kleines Regal. Was habe ich bei Nitori gekauft? Ja, sonst habe ich hier Parfüm. Und hier ist sind unsere Handtücher. Hier oben haben wir den Schaltkasten fürs Haus. Plus wir haben eine Solaranlage oben auf dem Haus. So, das ist jetzt Ofuro. Ne? Das ist anders wie in Deutschland. Hier kann man sich, das ist eine Nasskabine, da kann man sich überall vor der Badewanne duschen. Und ja, alles, also komplett alles nass machen. Das ist überhaupt kein Problem. Und hier seht ihr dieses hier. Da kann man das einschalten und das Wasser einlaufen lassen. Und es ist immer konstant 42 Grad. Das wird, also hier wird das immer, die gleiche Temperatur wird beibehalten. Das kann ich auch nochmal irgendwann erklären, wie man das benutzt. Und hier
im Badezimmer, das ist für die Belüftung. Das heißt, wenn man ja alles nass macht, kann man hier das trocknen. Ich habe heute Morgen geduscht und wie ihr seht, das ist hier super trocken alles. Ne? Oder jetzt wie im Winter könnt ihr das schön warm machen, weil wenn ihr hier rausschaut, da ist dann gleich, Isolierung ist da nicht so da. Ne? Und die Belüftung ist hier oben, by the way. Hier draußen trocknen wir die Wäsche. Hier. Da ist eine Stange, kann ich meine Wäsche aushängen. Ja, und dann zeige ich euch noch mal kurz hinter dem Haus. Wir haben einen kleinen Wald hinter dem Haus. Wir sind oben auf dem Berg. So, ja, das ist so hinter dem Haus. Hier habe ich Müll noch mal extra gesammelt, aber wir müssen das alles in Boxen drin haben, weil wir haben Waschbären und Affen und weiß der Geier, was wir alles hier haben. Okay. Was es auch auf diesem Kanal geben wird, ich zeige euch die Touren, die wir in Japan machen. Zum Beispiel waren wir jetzt im Dezember in Kyushu oder Schwiegereltern wohnen in Niigata und da gibt es unheimlich viel Schnee oder den meisten Schnee der Welt. Ja, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir doch bitte unten. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, die ist unter dem Kanal irgendwo, müsst ihr mal gucken. Vergesst nicht zu abonnieren und ihr könnt die kleine Glocke neben dran klicken, dann werdet ihr immer gleich informiert, wann ich runterlade. Ich versuche regelmäßig einmal die Woche zu posten, aber manchmal klappt das auch nicht so. Und gerade nächste Woche wird mein Sohn aus Deutschland kommen und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. So, das war's für heute. Ich sehe euch nächste Woche Dienstag. Tschüss!